Okay, auf ein neues. Was? Ah, ich hatte nichts mehr zum Aufladen, alles klar. Ciao, Welt. Okay. Da sind wir also. Da ist irgendwas für Story. Those floating stones. What were they? I'm not sure. If only Maddie had come with me. Maybe she could have translated the scripture on them. But Dad, didn't you learn some of their letters? Well, I had realized that each one of their letters represented one of ours. Maybe I could remember the writings that Maddie read to me in the chasms. Okay, und jetzt? Nö, keine Ahnung. Da hinten kamen wir her, da hoch müssen wir. Yuppie! So, Moment, ich muss noch kurz niesen. Oder auch nicht. Wow. Ach verdammt, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Na. No. Ich habe das echt gut gemacht, fand ich jetzt. So. Was? Wo bin ich? Wo bin ich gelandet? Das kann eigentlich nicht richtig sein. Schade. Verdammt, und wieder hier. Oh nein, oder wo sind wir jetzt? Ach ja, alles klar. Und jetzt da weiter hoch. Tja, super. Weiß der Geier, wo es hingehen soll. Immer weiter hoch. Ja, komm, Fall. Ja, so viel zum Thema schnell durchgespielt. Ich glaube, es ist nie so wirklich direkt durchgespielt. Oder schnell durchgespielt, Entschuldigung. Tja. Nur wo soll's danach weitergehen?
Hallo? Ja komm, fall doch. Fall, muss ich mich erst runtersaugen? Also ich muss auf jeden Fall eigentlich mal den Haken folgen. Das sind ja die Haken von meinem Onkel. Okay. Aber wo soll es denn hier bitte schon weitergehen? So, und dann saugen wir uns wieder hier hin. Also, da und da und dann. Oh Gott, ich muss glaube ich einfach nur hoch. Das ist den Düsenjet-Dings nehmen. Oh, das habe ich verkackt. Hätte ich hängen bleiben müssen. Oh ja, 7 Minuten schon an einer Stelle nur am Rumwackeln. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht irgendwas hinbekommen, wenn wir den Düsenjet nehmen. Oh, verdammt, warum tue ich das? Es tut mir so leid, es tut mir so... Ich muss von dieser Plattform einfach hochspringen. Alles klar. Gar nicht mehr auf die Steine, die mein Onkel da angetatscht hat, reagieren. Okay. So, sondern hier auf die Plattform. Da müssten wir doch hoch. Ey. Voll toll, ich kann mich auf jeden Fall noch ein bisschen retten. Das war die Plattform. Hä? Moment, das ist diese Plattform. Also ich wette, hier hängen wahrscheinlich einige Leute mal etwas länger fest. Dabei muss es doch hier irgendwo weitergehen. Dieser Stein dort anvisieren. Hä? Also okay, das ist kein Ding. Nur, das ist mein dritter Dingshaken dann schon. Und da gibt es keine Kristalle irgendwo. Also muss es doch da irgendwo weitergehen. Thank you.
Okay, 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 okay. Wir sind etwas weiter, glaube ich. Das wirkt alles immer so, als würden wir, keine Ahnung, gar nicht höher kommen. Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon höher. Duh, dang. Nein, 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 nicht so. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Okay. So, wo ist der Onkel denn? Und dann da lang. Es ist einfach schon cool gemacht, aber dementsprechend halt schwieriger. Also das Spiel definiert sich in keiner Schwierigkeitsstufe durch Monsterkämpfe und so weiter, aber es ist ein einfach versuchendes Spiel. Oh, verdammt. Und nochmal. Das gibt's nicht. Das war doch so. Wir hätten es fast geschafft. Okay, jetzt werde ich nervös und. Was heißt nervös? Ungeduldig. Jetzt war ich doch schon so weit, ey. So. Mal kurz gucken, war das jetzt da, wo wir gerade... Ja, wir kamen von unten, alles klar. Dann... Das ist auch nicht meine Spur, oder? Ich glaube, wir müssen immer höher. Und hoch da. Oh, Scheibenkleister. Alles klar. Moment. Wie machen wir das? Ich sehe ja, da ist ein Kristall, mit dem können wir nicht viel anfangen. Nicht, wenn wir weiter hoch müssen. Machen wir hier einen Zwischenstopp, würde ich sagen. Zwischenstopp. Oh, Speicherstelle, yeah. Aufgeladen. Und wir haben noch unsere Raketenboots. Das dürfte reichen. Ja, super. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Wir sind drüben. Keine Unterhaltung mehr. Generell einfach die Geschichte, wie er hier durch das Eis geflogen ist. Also Dad erzählt das ja seiner Tochter gerade. Muss ja da lang gehen. Nee. Wie denn das bitteschön?
So, diesmal aber. Dann hier. Und ein Zwischenstopp, um aufzuladen. Und ein Speicherpunkt. Sehr schön. Irgendwie bin ich falsch gesprungen, kann das sein? Okay, viel Schwung. Es hat, glaube ich, noch gespeichert, oder? Landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Okay, müssen wir weiter. Und jetzt? Au. Also, Raketenstiefel sind im Eimer leider. Oha, noch mehr hochspringen. Wo geht's denn weiter? Das müsste da sein, ne? Das ist nicht wahr, oder? Jetzt muss ich den ganzen Spaß nochmal. Okay, keine Panik. Ganz entspannt. Ganz entspannt weiter. Entspannt. Okay, wir haben es geschafft. Mal gucken. Müssen wir denn immer höher? Okay, ist alles klar. Das wird doch was. Onkel? Onkel, bist du hier? Eingefroren? Aha. Gibt kein Zeichen mehr aus. Doch, da. Was? Das war nicht fair. So. Willst du mich jetzt veralbern?
So, wir müssen für vorsichtigere Sprünge machen. Und vor allem warten, bis wir rangezogen sind, bevor wir weitermachen. Das ist mir zu unsicher. Okay, gespeichert. Oh Gott. So, langsam gehen. Noch so eine Leuchtfackel. Ist der Onkel deswegen nicht mehr zurückgekommen? Ist er in dieser Eiswelt hier stecken geblieben? Oh. Was haben wir denn da? How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good point. I guess he didn't really think of that. So, wir müssen hoch auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ich höre da was. Da piepst was. Da hinten in die Richtung. Tja, erstmal gucken, dass wir höher kommen. Speicherpunkt. Alles klar. Draufspringen ist die bessere Variante. Verdammt. Okay. So, noch so ein Tele... So, du hast ja eine Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Da wären wir. I found another one of Fred's campsite, noticeably newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. Ah, wir können reparieren. That should do it. Good as new. Tja, versuchen wir mal. Ja, hat geklappt. Alles klar, ist repariert. Aber wo soll's hingehen? Ich glaube, das machen wir gerade nicht richtig, aber hey, es funktioniert. Oh, sieht so aus, als müssten wir doch da drüben hin. Superman! Tja.
Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm, landen. Sehr gut. Buried beneath the ice, you could still see signs of what this place had once been. Something not unlike the caves where the village lay. The Ice Age must have come suddenly, washing over it like a freezing tsunami. Now it lay desolated, haunting anyone who dared visit, with falling stalactites, sharp icicles, and its bottomless depths.